Mein Name ist Michael Trautermann, Oberst IG, und ich bin Kommandeur. Break, machen wir nochmal. Ja. Mein Name ist Michael Trautermann, der Dienstgrad ist Oberst IG, und ich bin Leiter der deutschen Einheiten hier am Standort Ramstein. Ich würde mit den Fragen beginnen. Herr Rahmann, eben wurde es schon angesprochen. Warum sind solche Übungen gerade im Angesicht des erstarken Russlands wieder so wichtig geworden? Wir haben eine Situation, dass wir über viele Jahre, weil der Fokus der Einsätze der Luftstreitkräfte der NATO, aber eben auch der Luftwaffe, der Bundeswehr auf anderen Szenarien lagen, dass wir einige Dinge, die im Kalten Krieg einfach normal waren, nicht mehr so geübt haben, wie wir es eben vor 1990 regelmäßig taten. Und vor diesem Hintergrund ist es eben wichtig, dass wir in der heutigen Zeit auf solche Dinge wieder vermehrt den Fokus legen, zumal eben die Frage Zusammenarbeit über die NATO-Nation hinweg, sowohl auf der fliegerischen Seite, aber eben auch auf der Frage der Maintenance, der technischen Unterstützung zwischen Nationen einen hohen Stellenwert hat. Und das sind eben Dinge, die kommen nicht von heute auf morgen, die muss man üben. Und dazu dienen solche Übungen, wie wir sie heute hier in Ramstein sehen, um eben genau dieses Vertrauen, diese Partnerschaft, aber eben auch diese Fähigkeiten wieder auszubilden. Kurzen Worten, vielleicht nochmal in Deutsch. Was wird heute geübt? Warum ist das auch so wichtig für den Krieg, für den Luftkampf? Heute ist eine Übung von der US Air Force angesetzt worden, in denen zwischen neun Nationen, wir nennen es 1v1 BFM, Basic Fighter Maneuvers, also Luftkampf im Sinne von, wie es die meisten vielleicht schon mal in Top Gun gesehen haben, Luftkampf im Sinne von Top Gun geübt wird. Ein Flugzeug auf der einen Seite, ein anderes Flugzeug auf der anderen Seite, Luftkampf auf engstem Raum mit dem Ziel, das andere Flugzeug eben abzuschießen, zu bekämpfen. Und das ist, wenn Sie so wollen, das lange Ende, die hohe Kunst, wenn Sie in den engen Luftkampf gehen, weil eben die Piloten nicht wissen, wen sie draußen treffen. Sie gehen raus, sie sind an einem Startpunkt, sie sind fertig, sie fliegen aufeinander zu, und 10 Sekunden bevor die Flugzeuge aneinander vorbeifliegen, wissen sie, was da auf sie zukommt. Und aus dieser Situation einen Luftkampf zu entwickeln und diese Fähigkeiten eben anzuwenden, das ist schon eine Sache, die auch tatsächlich geübt werden muss. Es war ein Schritt auf dem Weg, den wir auch versuchen, Richtung größeren Übungen mit viel, viel mehr Flugzeugen eben zu entwickeln. Deutschland hat 100 Milliarden in die Bundeswehr investiert. Wie zufrieden sind Sie mit der technischen Ausstattung und mit den Pilotenskills, wenn man da schon was sagen kann? Können wir da beruhigt auf unser Land verteidigt sehen im Luftkampf? Sehen Sie mir nach, dass ich nicht auf die 100 Milliarden eingehe. Ich bin zwar deutscher Dienststellenleiter hier, im Hauptberuf bin ich hier allerdings Abteilungsleiter Planung bei der NATO, im NATO-HQR-COM. Ich kann Ihnen sagen, dass wir, wenn Sie draußen gleich mal auf die Platte gucken, 37 Jets haben, die vom Feinsten sind. Ich kann Ihnen sagen, dass da draußen Besatzungen sind, die genau wissen, was sie tun. Und ich kann Ihnen sagen, dass jeder, der heute den Lärm hört, hier im Umkreis von Kaiserslautern, aber die auch auf anderem Wege von dieser Übung erfahren, sicher sein kann, dass diese Übung erstens professionell, zweitens sicher durchgeführt wird und dass die Besatzungen und die Kampfflugzeuge, die daran teilnehmen, tatsächlich state of the art sind und für unsere Verteidigung im Sinne der NATO-Nationen bestens ausgebildet sind und zur Verfügung stehen. Deutsche Zwei. Und wie viel Crew? Bitte? Wie viel Crew? Oh, die habe ich nicht gezählt. Also. Okay. 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 Michael Trautmann. Okay.